Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Die Siedler 3. Aufgrund einer glücklichen zeitlichen Fügung, sage ich mal, war ich tatsächlich in der Lage, diesmal den Tipp von Holger zu meiner letzten Folge noch rechtzeitig zu lesen, vor dieser Aufnahme. Ich habe sie gerade eben erst geliked, das heißt, du kannst jetzt denken, wann ich gerade aufnehme. Der Holger hat gesagt, pass auf, denk mal ein bisschen größer in der Mission, weil die Karte lädt gerade dazu ein, mal richtig zu eskalieren beim Bauen. Und jede Steinwelt sollte mindestens jetzt schon einen Steinmetz haben. Das werde ich direkt mal umsetzen, wobei ich das hier jetzt nicht so unbedingt als Steinfeld sehen würde. So, da haben wir schon einen. Wo haben wir denn noch Steine? Wir werden wahrscheinlich noch weitere finden. Und ich sollte auch noch weitere Holzkreisläufe anlegen. Das machen wir mal. Ich mache das mal hier halbwegs zentral. Wir machen ein Forsthaus hierhin, wo schon einige Bäume sind. Hier ein Holzfäller, da ein Holzfäller, da ein Sägewerk. Und wie gesagt, wir sollen groß denken, deswegen haben wir noch mehr Steinfelder. Ich gucke gerade, weil er sagte auch 10 bis 12 große Wohnhäuser sollte ich einfach mal raushauen. Und ich sollte auch noch, um das Aufleveln der Soldaten schnell hinzubekommen, sollte ich durchaus noch mit Pyramiden arbeiten, die dann, wenn ich aufgelevelt habe, wieder abreißen. Und dem folge ich doch sehr gerne. Und ich sollte permanent 4 Schaufeln und 4 Hämmer in Auftrag geben, damit wir auch mit dem Bauen da hinterherkommen entsprechend. Das macht durchaus Sinn bei der Menge an Baustellen, die wir jetzt aufmachen dürften. So, hier ist noch ein Steinfeld. Da könnte man jetzt sagen, machen wir noch einen hin. Okay, Holger, ich vertraue dir mal. Ich eskaliere jetzt mal ein bisschen beim Bauen. Waren wir hier auch noch? Ich weiß nicht, können wir hier Bäume anpflanzen? Mit einem Förster wahrscheinlich nicht. Wir können die abholzen, aber ich weiß nicht, ob wir Sandbäume anpflanzen können. Egal, wir machen hier unten noch einen Kreislauf hin. Und er hat gesagt, oder mich darauf hingewiesen, hör mal, dann solltest du aber auch noch eine zweite Werkzeugschmiede bauen. Damit wir da mit der entsprechenden Werkzeugproduktion hinterherkommen. Und auch diesem Rat folge ich natürlich gerne. Die Frage ist, so kriegen wir das hier oben noch hin? Wahrscheinlich nicht. Dann machen wir es mal eher hier unten. Also, wo stehen wir denn gerade bei der Aufwertung? 90%. Ich glaube, so viele Pyramiden brauchen wir gar nicht mehr, da wir ja jetzt gleich schon die dritte Aufwertung haben. Aber ein oder zwei sollten es dennoch sein, denke ich. Wir haben jetzt schon 2 Brauereien, Gott sei Dank, und 2 Sphinxen. Also jetzt ist die Goldschmiede auch nicht mehr... voll, jetzt können wir da auch mal wieder weitermachen. Hatten wir nicht hier hinten noch irgendwo Gold gefunden? Yes, genau da. Ich hatte noch keine Goldmine da gebaut. Wartet, Moment, kurz schauen. Ja, da. Eindeutig bester Spot. Hatte ich hier schon eine Goldschmelze geplant? Yes, hatte ich schon. Ach, ich bin so klug. Naja, manchmal. Oder formulieren wir es mal so, manchmal bin ich nicht ganz dumm. Ich glaube, das ist eine Formulierung, mit der wir alle leben können. Hoffe ich. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ich kann es jedenfalls. So, was macht die Baustelle hier? Wir lassen erstmal die 4 Schaufeln produzieren. Gut, dass wir jetzt zumindest einige Steine eingelagert haben. Ich überlege gerade, fehlt mir drin, wo ein Stein fällt. Hier hinten habe ich ja einen dran. Etti hier. Hier habe ich einen dran. Gut, hier baue ich gerade einen, obwohl der das nicht abfrühstücken könnte. Hier habe ich einen. Da oben auch. Also eigentlich bin ich ganz... Was das angeht, glaube ich, doch ganz gut aufgestellt, oder? Holger, was meinst du? Ich würde mal sagen, ja. Kommen wir... So, erstmal Upgrade. Noch ein paar Pioniere. Ich will mir die Lücken hier schneller schließen.
So, die Mottex liegen hier noch, aber ich glaube, zumindest die Schaufel wird sich schon mal weggeschnappt, das ist gut. Die Mottex wahrscheinlich gleich auch, sobald die Gebäude fertig planiert sind. Ich möchte jetzt allerdings ungern die zweite Werkzeugschmiede priorisieren, weil das wird wieder alles so durcheinander bringen. Gerade bei den weiten Transportrouten, die wir haben, ne, Steine werden jetzt von ganz oben runtergebracht. Macht das, glaube ich, keinen Sinn, wenn jetzt alles hier fallen gelassen wird. Deswegen, wir lassen es jetzt einfach mal so laufen. Was, wo? Was machst du da hinten? Ach du Blitzbirne. So, wo steht unser Dieb? Da. Schau dich doch mal um, ob hier was in der Nähe ist, was du ihm mopsen kannst. Was auch Sinn macht. Außer jetzt Fisch vielleicht. Ich meine, mit Fisch sind wir, glaube ich, eigentlich ganz gut aufgestellt. Ja. Bei da unten bräuchten wir auch nochmal eine Fischerhütte bei Gelegenheit, ne? Um diese Goldmine da zu versorgen. Also nehmen wir bitte die Lücke ein, damit wir auch hier die Goldmine irgendwann mal bauen können. Ach, ihr bringt das hier ins Lager? Ja, guck, das ist ja aber auch nicht verkehrt. Oh, ein paar Steine. Ja, klauen wir ein paar Steine, komm. Was soll der Geiz? So, liebe Leris, dann könnt ihr mal hier gleich die Lücke zumachen. Sobald ihr diese hier zu habt. Und keine Sekunde vorher. So, dann fangt mal hier an. So, wird noch die Aufwertung, die dauert noch. Ich weiß gerade gar nicht, ob zwei Pyramiden überhaupt reichen, / lohnen. Aus dem einfachen Grund, dass wir jetzt so viele Baustellen aufhaben und das, glaube ich, noch so lange brauchen wird, dass wir bis dahin möglicherweise schon so die Aufwertung geschafft haben. Aber ist egal, wir machen es jetzt trotzdem so. Die Goldmine fördert aber jetzt auch nicht so großartig viel, oder? Oder wird das nur so schnell verbraucht? Bei wie viel Kampfkraft sind wir? Ja, wobei, wir sind schon bei 76. Gut, andererseits natürlich auch dank der Juwelen. Ihr könnt mal kurz hier an der Küste ein bisschen entlang und mal schauen, ob es da Fische gibt. So, dann wollen wir mal Holgers Rat folgen. Noch einige große Wohnhäuser bauen. Aber nicht zu sah am Sumpf. Den Rat habe ich ja schon einmal ignoriert. Da ging es Gott sei Dank noch gut. Aber wenn man zu nah am Sumpf baut, da könnte sich da leicht verhakeln. Und da habe ich natürlich kein Interesse dran. Klingt komisch, ist aber so. So, wie schaut es hier aus? Ach guck, da sind die fehlenden Steine schon sehr schön. So, jetzt ist auch hier die Baustelle, der Weg zur Baustelle erschlossen. Wunderbar. Geht mal da hinten gucken, ob da irgendwo Fisch ist. Da hat hier eine doch relativ dicke Verteidigung. Andererseits sind die Soldaten relativ schwach. Hm.
glaube, ich baue noch eine dritte Kaserne. Hier ist nämlich einerseits so eine schöne Lücke frei und andererseits, ja, ihr seht die Menge an Waffen und mit zwei Kasernen und wenn ich jetzt so viele, ne, ich sollte auch noch weitere Eisenschmelze und Waffenschmieden, denke ich, bauen. War hier links nicht noch irgendwo Kohle? Ich pfeife jetzt mal kurz auf die Suche nach dem verlorenen Fischgrund. Weil wir brauchen hier unten auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Kohle. Damit die Eisenschmelzen da vernünftig laufen. Ich werde auf jeden Fall als erstes den Asiaten verprügeln. Der ist, glaube ich, die leichtere Beute. Die Theorie hatte ich ja, glaube ich, schon geäußert, dass ich denke, dass der leichter sein wird. Und die Tatsache, dass wir jetzt gesehen haben, dass er hier nur Stufe 1 Soldaten hat, bestätigt das ein wenig. Nicht zu 100% natürlich. Was, wo? Oh, Junge! Junge! Komm, lass das mal hier an der Grenze. Mach du mal da hinten mit. Du auch. Aber warte mal, waren das die hier oben? Ach, keine Ahnung. So, hier ist noch ein Steinfeld. Da könnte ich zum Beispiel noch einen Stein mit dran setzen. Eine Axt fehlt, eine Spitzhacke, gut, warte mal. Spitzhacke, eine Axt. So, ich sag doch, hier ist noch Kohle. So, einmal voll rein, dankeschön. Schaut uns mit der Verteilung, da ist alles gleichgeschaltet, das ist okay vorerst. Warte mal, war hier nicht? Doch, da war noch Kohle, genau. Macht das Sinn, euch jetzt hier nach dem Fischgrund suchen zu lassen? Ihr habt jetzt nicht so die Sichtweite, ne? Dann doch lieber die Pioniere, die können ein bisschen weiter schauen. Und ihr schaut mal, guck mal, da hinten zum Beispiel ist noch Kohle. Aber guckt erstmal hier oben. So, da fehlt noch eine Spitzhacke. Hier wird uns wahrscheinlich gleich ein Mottek fehlen, vermute ich zumindest mal. Ich glaube, ich muss auch einfach mal hier unten ein großes Wohnhaus hinbauen, weil wir hier unten gefühlt sehr wenige Träger haben. Weil die alle mal kilometerweit von oben runterlaufen. Und hier unten haben wir wenig auf Tasche. Das ist nicht gut. Okay, scheint kein Mottek zu fehlen. Sehr schön. So, wird fleißig gesägt. Sehr schön. Hier unten auch bald, hoffe ich. Ja, scheint besetzt zu sein. Sehr gut. Du findest im aktuellen Bereich keine Bäume mehr. Ach, du hast da unten die weggehauen. Stimmt ja. Ja, dann macht er jetzt da. Das passt schon. So, dann mal wieder ein paar Hämmer und Schaufeln. Da wollen wir Holgers Rad mal Folge leisten und mal schauen, wo wir bei rauskommen. Ich glaube, bei der Mapgröße könnte das tatsächlich von Vorteil sein. Also, und das Schöne ist, wenn wir jetzt gleich hier die 70, die 100% haben, dann können wir schon mal die Bögen aufwerten und dann bilden wir Bogenschützen ohne Ende aus. Und darauf freue ich mich. Das wird gut. I like. Ach, jetzt habe ich hier ein Schwein gestohlen. Oh, der hat auch ein bisschen die Items verlagert. Warte mal, muss ich nochmal reinschauen. Was der da gemacht hat. Mein Gott, wird hier geschaufelt. Wie viele Planierer haben wir jetzt eigentlich inzwischen? 32. Und jeweils 32 Bauarbeiter noch. Ja, läuft ja. Ich glaube, so viel hatte ich bisher noch nie. Gut, für den einen oder anderen von euch, der schon ein bisschen öfter eskaliert ist beim Bauen, sag ich mal.
Es ist vielleicht lächerlich, aber für mich ist das, wie gesagt, gerade ziemlich viel.